Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Müller-Haul. Ich war mit meiner Mama beim Müller und ich habe diverse von diesen kleinen Schnipseln gehabt. Aus diesem Müller-Baby-Club-Heftchen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir das Heftchen genau durchgeguckt und habe überlegt, was kann ich gebrauchen. Und bin dann tatsächlich mit ganz vielen von diesen kleinen Schnipseln losgegangen und habe jetzt ordentlich gespart. Ich habe tatsächlich auch mal den Kassenbon hier, sodass wir auch mal gemeinsam gucken können, wie viel ich gespart habe. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Als allererstes muss ich sagen, bei meinem Einkauf waren auch zwei Pakete hiervon dabei. Die habe ich allerdings schon in Gebrauch bzw. geleert tatsächlich. Ganz crazy. Und zwar habe ich hier ja von HIP die HA Combiotic Pre Nahrung für den Kleinen und ja, da durften halt wieder zwei Pakete mit. Ich hatte, muss ich dazu sagen, auch Gutscheine von Müller, was sehr praktisch war, weil ich jetzt wirklich von Müller, von Rossmann und von DM Gutscheine zur Geburt bekommen habe und das meiste Geld wird wirklich in diese Packung fließen, weil die echt so teuer sind, finde ich. Ich glaube 13,49 Euro kostet eine Packung. Also wenn irgendjemand von euch einen Tipp hat, wie man da günstiger rankommen kann, ob es irgendwo Rabattaktionen gibt, ob es da mal wirklich, ich weiß nicht, kaufe zwei, spare so und so viel oder keine Ahnung was gibt, sagt mir gerne Bescheid. Also ich habe noch in keinem Prospekt niemals gesehen, dass dieses Produkt reduziert war. Bei HIP selber auf der Seite nicht, bei DM und irgendwo, wo alle möglichen Rabatte sind und so. Alles ist immer reduziert, nur Futti nicht. Wahrscheinlich, ja, weil Futti braucht man und damit kann man Knete machen. Schätze ich mal. So, naja, davon habe ich auf jeden Fall zwei gekauft. Dann gibt es hier auch ein paar Produkte, die zeige ich euch mal als erstes, auf die es keine Prozente gab, die ich einfach brauchte. Und zwar habe ich hier Carefree gekauft. Diesmal ausnahmsweise habe ich Cuttenfeel Flexiform mit so einem ja, freshen Design gekauft. Normalerweise habe ich ja immer die Aloe Vera Version, aber ich wollte dieses haben, weil man das auch so zusammen tüdeln kann, dass das ein bisschen schmaler wird. Ich wollte nicht wieder diese Breiten haben. Deswegen ja, habe ich die mitgenommen. Die braucht man immer. Dann brauchte ich mal wieder Biotüten. Und dann habe ich hier so eine Packung mitgenommen. Also ich kann euch dann ja auch mal erzählen, vielleicht ausnahmsweise, was das alles so gekostet hat. Oder auch nicht. Genau, die Slim-Einlagen haben 1,88 Euro gekostet. Und diese Papiertüten haben 1,39 Euro gekostet. Relativ teuer, muss ich mal sagen. Die ich sonst immer so hatte, von, ich habe keine Ahnung wo, die waren günstiger. Sind auf jeden Fall 10 Stück. Mit jeweils 10 Liter Fassungsvermögen. Also ich glaube, dass das relativ groß ist, aber jupp. Braucht man halt für die Biotonne. Genau, 1,39 Euro, wie gesagt. Dann haben wir hier... die hat sich dazwischen gemogelt. Die habe ich woanders gekauft. Einmal Elmex für den Kleinen, also für den Mittleren. Die hat aber 1 Euro... Ich habe keine Ahnung... 29 oder so, kann das sein? Gekostet, die habe ich auf jeden Fall nicht bei Müller, aber ich habe gedacht, das passt hier thematisch zu. Aber da ich euch die Preise jetzt vorlese, wäre es ein bisschen crazy gewesen. Wie auch immer. Ich sabbel mich hier um Kopf und Kragen. Dann habe ich Saugnäpfe gekauft. Kann man das erkennen? Das sind diese, die man ans Fenster batschen kann und dann kann man da Deko ranhängen oder wie auch immer. Und ich habe mir angewöhnt, jetzt meine Deko mit Saugnäpfen an die Fenster zu machen. Einige Dekorationen, jetzt wo ich gerade in diesem Raum sitze, sehe ich, sind immer noch mit Tesafilm dran. Ganz fürchterlich. Ich bin so der Tesafilm-Festklebetyp. Aber ja, jetzt habe ich hier Saugnäpfe gefunden. Die waren noch gar nicht so teuer, glaube ich. Da habe ich mich noch gewundert, weil ich dachte, das wäre teurer. 1,29 Euro. Ja, 1,29 Euro hat eine Packung jeweils gekostet und da sind drei Stück in einer Packung. Das ist okay. Dann gibt es, glaube ich, nur noch Sachen, auf die ich sparen konnte. Genau. Erstmal hatte ich einen Gutschein für so eine Windeltasche aus diesem Müller Baby Club.
Das ist halt so ein Paketchen. Die gab es umsonst. Und die kann man aufmachen. Die hat hier so eine Knöpfe. Sagt man das? Knöpfe? Diese festen. Finde ich ganz cool. Also das ist relativ stabil, das Ganze. Und dann kann man das aufmachen. Das sieht so aus. Und da ist hier auf dieser Seite eine Wickelunterlage drin. Eine wiederverwendbare, abwaschbare. Was ich sehr schön finde. Die hat auch ein relativ schönes Design. Und hier auf der anderen Seite sind ein paar Pflegeprodukte. Auch ganz süß angeordnet, finde ich. Da haben wir einmal die Wundschutzcreme von Beauty Baby und einmal die Gesichtscreme von Beauty Baby. Und in der Mitte ist ein Gutschein, sozusagen. Aha. Ich hatte einen Gutschein noch, dass man mit dieser Tasche zusammen sich ein Dings aussuchen kann, eine Feuchttuchpackung, eine von diesen drei Feuchttuchpackungen. Ich habe mir dann diese Feuchttücher ausgesucht und die kann man hier auch super in die Mitte stecken, aber in dieser Packung hier war nochmal so ein Gutschein-Ding drin. Und ich frage mich jetzt gerade, weil hier auch steht, einfach ein Feuchttuch ihrer Wahl im Babyregal aussuchen und zusammen mit diesem Coupon an der Kasse vorlegen. Ich frage mich gerade, ob wenn ich diesen Coupon vorlege, ob ich dann nochmal so eine Packung Feuchttücher bekomme. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Naja, und dann ist hier auf jeden Fall noch, ist das eine? Ne, zwei Stück. Von diesem Beauty Baby Premium Dry Windeln in Größe 2 sind hier noch zwei so Windeln drin. Die kann man dann dahinter verstauen. Also finde ich total super. Ich habe zwar eine sehr schöne Wickeltasche mit 1000 Fächern und da ist, glaube ich, auch eine Wickelunterlage schon dabei gewesen. Aber das hier finde ich trotzdem total klasse und total gut. Und ich habe schon überlegt, ob ich das vielleicht meiner Mama gebe, dass meine Mama das bei sich hat und wenn sie mit dem Kleinen unterwegs ist, dann muss ich nicht jedes Mal ihr die Wickeltasche da lassen, sondern sie kann einfach diesen Beutel bei sich haben. Finde ich vielleicht ganz gut. Mal gucken. Genau, das war auf jeden Fall das. Das gab es umsonst. So. Dann hatte meine Mama einen Coupon. Und ich glaube, den... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Das und das und das. Tücher. Ja, meine Mama hat auf jeden Fall einen Coupon, dass man, wenn man so eine Packung Windeln kauft vom Hip Baby Sanft, ich glaube, dann kriegt man 2 Euro Rabatt, 20%, irgendwie sowas. Da meine Mama die gekauft hat für mich, weil sie ja immer meine Windeln bezahlt, kann ich euch das ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen. Aber da gab es auf jeden Fall auch entweder 2 Euro, glaube ich, oder 20% Rabatt drauf. Deswegen haben wir eine Packung Windeln. Hierzu kann ich euch aber was sagen. Das ist eine Viererpackung Feuchttücher von Hip Baby Sanft, ultra sensitiv, 99% Wasser und so weiter. Und da war es so, Augenblick, Augenblick, dass ich, also die Packung hat 3,45 Euro gekostet und ich habe 69 Cent gespart. Wie viel ist das? 10%? 20? Quatsch, was rede ich denn da? 20%. Ja. genau. Und da gab es noch eine zweite Packung, also eine andere Sorte, aber ich habe mich für diese hier entschieden. Und ja, da konnte man auf jeden Fall dann 20% sparen. Fand ich super und ich habe die von Hip noch nicht gehabt. Ich probiere mich aber mal so durch alle möglichen Feuchttücher. Und das kann ja nicht schaden, ne? So, dann gab es hier einmal auf dieses Spülmittel von Fit, Babyspülreiniger, den ich mir sowieso gekauft hätte, also irgendeinen Babyspülreiniger, gab es, glaube ich, 1 Euro oder 50 Cent. Augenblick, ich schaue nach. 1 Euro. Ich bin kurz ein bisschen irritiert. Nein, es gab 50 Cent da drauf. Das heißt, ich habe den für 1,49 Euro bekommen statt 1,99 Euro. Yay!
Dann gab es noch Prozente auf ein Penatenprodukt eurer Wahl. Ich habe mich für diese ganz normale Penatencreme entschieden. Damit kann man den Kleinen eincremen und damit können auch wir uns eincremen mal. Und wir haben keine Penatencreme mehr gehabt, deswegen war das sehr praktisch. Da gab es 20% drauf. Also habe ich dafür bezahlt 1,56 Euro statt 1,95 Euro. Dann gab es auf Blink-Produkte oder Blink-Allzwecktücher Prozente. Da habe ich mich entschieden für Wasserlilie in dieser lilanen Verpackung. Da gab es 25 Cent Rabatt drauf. Ich habe also noch 1 Euro dafür bezahlt. Und als letztes Produkt von meiner Müllerausbeute habe ich diesen süßen No-Touch Seifennachfüller von Paw Patrol mir ausgesucht. Da gab es auch 50 Cent Rabatt, hat also, und die waren sowieso reduziert auf 2,65 und das Ding hat jetzt 2,15 Euro gekostet. Finde ich immer noch super teuer für Seife, aber ja. Da wir den jetzt öfter in Benutzung haben, den No-Touch-Spender, habe ich gedacht, können wir das mal machen. Ja. Ich habe also einiges gespart. Ich habe hier einen insgesamt Ersparnis. Achso, und ich hatte noch 2 Gutscheine. Das war natürlich super praktisch. Und ich habe eine insgesamt Ersparnis von, naja, 23,17 Euro steht hier. Das ist mit diesem Etui zusammen. Aber, also, ich finde nicht, dass das 20,84 Euro wert ist. Aber gut. Okay, sagen wir 3 Euro irgendwas habe ich gespart. Fand ich trotzdem ganz gut, sind Produkte, die ich immer gebrauchen kann. Von daher super. Und ich glaube, dass das ganz cool ist, wenn man ab und zu mal sich diese kleinen Coupons mit zum Einkaufen nimmt. Sonst habe ich das immer weggetan und habe es vergessen und keine Ahnung. Und jetzt glaube ich, wo man öfter auch mal Feuchttücher und Windeln und so kaufen muss, ist es glaube ich ganz hilfreich, wenn man das einfach mal mitnimmt. Und wenn es nur ein paar Cent sind, aber gespart ist gespart. So. Ich hoffe, euch hat dieser etwas verrückte und bisschen crazy Haul gefallen. Ich war jetzt ein bisschen durcheinander, hatte nicht so richtig einen Plan. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr eine Möglichkeit seht, hier günstiger ranzukommen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.